Ja, hallo zu einem weiteren Video. Heute wollen wir mal ein paar schwarz-weiß gescannte Fotos von der analogen Kamera bearbeiten. Ich zeige euch, wie ich das Ganze machen würde. Das hier sind Bilder von einem meiner besten Freunde. Wir kennen uns seit der Kindheit und er ist natürlich auch Fotograf. Ja? Ist ja ganz klar. Die Bilder sind hier von einer Yashica Matt 124G und einem Ilford HP 5 Film. Eingescannt, glaube ich, könnte ich jetzt aber lügen, über einen Epson-Scanner. Schon ein bisschen älter, aber macht nichts. Und wir gucken jetzt erstmal hier, ich habe jetzt hier 5 Bilder von ihm bekommen. Aus dem letzten Urlaub irgendwie. Ich gucke jetzt mal, welche Bilder wir heute bearbeiten. Das hier fällt mir jetzt hier nicht so sehr. Das hier finde ich ziemlich stark. Das hier... Ja, da können wir mal gucken, ob wir vielleicht aus dem Himmel noch was rauskriegen. Wir haben jetzt hier natürlich nur die gescannten JPEGs. Das hier ist natürlich ein cooles Street-Foto. Finde ich jetzt aber doof. Ich belasse das mal bei den 3 Bildern. Ich finde dieses erste hier super geil. Ja, hier haben wir eine kleine Doppelbelichtung. Ist offenbar ein kleiner Fehler, hat er mir schon mitgeteilt. Irgendwie bei ein paar von 100 Bildern passiert das. Ich glaube einfach, dass es vielleicht sein Vorhang mittlerweile nicht mehr richtig schließt. Ja, die Öle in so einer Kamera werden ja auch alt und so und fangen dann an, fest zu werden und auszuhärten. Ich denke trotzdem, dass das ein cooles Bild ist. Ich würde jetzt mal probieren, einfach, das Bild irgendwie, das ist hier nicht ganz 1:1, ne? Gucken wir mal. Verhältnis, originale Proportionen. Ich möchte das hier trotzdem aber erhalten. Die harte Linie hier oben will ich aber wegkriegen, ne? Sonst sieht das wirklich nicht schön aus. Ich denke, so können wir das auf jeden Fall machen. Na, das war noch nicht genug. Und nochmal das Ganze hier richtig rein oben in die Ecke. Zack. So. Der nächste Schritt, ich dupliziere mir erstmal die Ebene mit Steuerung J. Zoome jetzt hier ein bisschen ran, die Lupe hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und werde jetzt mal hier die ganzen Fussel, die beim Einscannen so entstehen, mal entfernen. Dafür nehme ich mir hier die Bereichsreparatur. Man könnte auch bei Haut zum Beispiel, macht sich das Ausbessern-Werkzeug ganz gut. Dann nehme ich mir hier diesen Bereich, zack, sage ihm hier oben, den sollst du damit ersetzen. Und dann sehen wir, das macht er auch relativ gut. Jetzt hier so einen Bereich mit Haare habe, könnte das auch sein, dass da die Bereichsreparatur nicht mehr so geil funktioniert. Wir können mal gucken, was er daraus macht. Ja, naja, geht noch mal. Wenn ich jetzt hier bin, könnte das schon anders aussehen. Genau, da macht er mir nämlich Müll draus. Sieht nachher natürlich sowieso niemand mehr, aber wenn wir jetzt schon mal so ein Bild machen hier, dann wollen wir natürlich, dass das ordentlich aussieht. Macht das jetzt hier so stückchenweise. Würde jetzt hier mal so gucken, ob das so funktioniert. Erstaunlich, wo kommen die Farben auf einmal her? Das ist ja auch krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Machen wir trotzdem mal anders. Nehmen jetzt doch die Bereichsreparatur. Natürlich die Auswahl erstmal wegnehmen. Und gehe jetzt hier einfach stückchenweise rein. Ja, das kann man auch machen. Funktioniert dann eigentlich auch ganz gut. Ja, zack. Mache ich das hier so. Zack. Zack. Er hat halt immer Probleme, wenn wir hier irgendwelche Kanten haben, die quer verlaufen. Wenn wir jetzt rauszoomen, sieht kein Mensch mehr. Also von daher ist das schon okay. Wenn wir jetzt wissen, dass wir an der Stelle gearbeitet haben, sehen wir das natürlich. Aber jemand, der jetzt das Bild betrachtet, dürfte das jetzt nicht mehr sehen. So, ich mache das jetzt mal hier nur ganz grob. Ja, weil wir wollen uns jetzt hier nicht damit aufhalten, die ganzen Kratzer zu entfernen. Da bin ich dann hier morgen noch beschäftigt mit dem Video. Soll ja auch kurz sein, knackig. Wir nehmen jetzt mal nur die größten weg. Hier ist noch einer. Zack. Was will der denn hier dauernd? Hier haben wir noch einen. Zack. Nehmen wir auch weg. Ja, wir können auch mal den Pinsel ein bisschen größer machen. Ja. Hier noch an der Hand weg.
So, wenn das jetzt hier zu lange dauert, spule ich einfach vor. Nachher im Schnitt. Die Beeren nehme ich hier noch weg und dann befassen wir uns mal mit was anderem. Ihr wisst ja jetzt grundsätzlich, wie man hier Kratzer entfernt. Ja. Zack, das hier ist kein Kratzer, das sieht aus wie ein Riss. Kann aber auch schon mal beim Einscannen passieren. Hier sind noch ein paar, die stören uns jetzt aber nicht weiter. So. So, das sollte erstmal gewesen sein. Lalalala. Mal raus. Ja, das reicht erstmal. Mal hier noch weg. Zack, 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 zack. Ja, wenn man irgendwann anfängt, war, ihr kennt das. So, ist ja auch real. Wir haben es jetzt. Ah, der hier stört mich noch beim Betrachten. Finde ich noch eins grob. Gut. Das war aber erstmal. So, was ich jetzt normalerweise machen würde, wäre Gradationskurven, eins meiner Lieblingswerkzeuge. Dann könnte ich hier die Höhen anheben, ja, den Tiefen rinnen. Zack, habe ich ein schönes, kontrastreiches Bild. Ihr könnt jetzt hier noch gucken, dass ich mir die Rottöne ein bisschen erarbeite, Grün und Blau. Jetzt hier gucke, dass ich hier irgendwie einen coolen Stil hinkriege für das Bild. Ja, das ist, einmal kann man natürlich auch schwächer machen. So, dann könnte man gucken, ob man generell die Schwarztöne beschneidet. Ja, für einen coolen Look. Schwarz-Weiß und die Weißtöne ein bisschen beschneidet. Dann blastet hier in diesem Bereich zum Beispiel aus. Ja, das ist ganz cool. Vorher, nachher. Ich zeige euch heute noch eine andere Möglichkeit. Und zwar gibt es ja seit einer Weile die Google Nick Collection kostenlos. Wir machen uns jetzt mal hier erstmal eine neue Ebene aus allem Sichtbaren. Steuerung Alt Shift E. Ziehen wir mal hier oben rüber. Die lassen wir uns mal hier als erste Bearbeitung offen. Und gehen jetzt mal hier in diese Ebene. Ja, sagen Filter Nick Collection und Silver FX Pro. Super geil. Ich habe natürlich hier schon meine eigenen Presets. Wir gucken jetzt aber mal, dass wir selber eins hinkriegen. Mal hier das Ganze schon mal Vollbild. Das Ganze läuft als Plugin innerhalb Photoshops. Und jetzt haben wir hier verschiedene Modi, die wir durchgehen können. Einige passen schon ganz gut. Ich habe hier, wie gesagt, Benutzer definiert schon einen eigenen. Da könnte ich jetzt sagen, ich will hier zum Beispiel noch einen... Wann läuft der überhaupt? Oder... Ja, okay. Könnt ihr jetzt hier gucken, Rot, Gelb, Grün, Blaufilter bringt halt nicht mehr viel, weil das Bild ist schon schwarz-weiß. Kann mir aber hier natürlich den Kontrast, die Helligkeit und so weiter erarbeiten. Ich möchte jetzt hier in dem Bild, ist ja hier, sag ich mal, vornehmlich ein Kinderbild. Da will ich natürlich, dass die Haut schön glatt bleibt, weil wenn wir hohe Strukturen haben, gibt es hier auch als Preset hier, Moment, hohe Struktur, hier unten gibt es dann noch Low-Key, Push-Pull-Prozesse, Grauverlauf, ja, da gibt es ziemlich viele coole Sachen. Ich will jetzt hier mal einen, der relativ neutral ist. Der hier fällt mir schon ganz gut. Ich glaube, bei dem bleiben wir mal. So. Und jetzt kann ich mir hier, jetzt habe ich hier an der Seite rechts, habe ich hier so Regler, die ich benutzen kann, um das Bild mir noch hinzutweaken. Ich kann natürlich hier den Kontrast ein bisschen erhöhen, kann hier die Struktur erhöhen. Dann passiert das, was ich gerade gesagt hatte, dass die Haut so unschön wird. Ich kann aber auch hier die Kontrollpunkte aktivieren. Und dann passiert Folgendes. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ich will in diesem Bereich, ja, den wir hier sehen, will ich jetzt, dass zum Beispiel die Haut sozusagen jetzt weniger Struktur enthält, ja, weil das Baby soll ja weich bleiben und ein schöneres, helles Köpfchen hat. Und der Rest des Bildes kriegt einfach eine fette Struktur. Ja. So können wir uns hier schöne, harte Kontraste erarbeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, der Bereich hier oben, ja, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das ist jetzt für mich hier eher uninteressant und lenkt auch vom Inhalt des Bildes meiner Meinung nach ab.
kann ich also diesen Bereich ein bisschen dunkler machen und dadurch auch hier das kleine süße Baby, ich muss es einfach immer wieder erwähnen, ja, einfach mir ein bisschen herausarbeiten. Natürlich hier hinten auch wenig Struktur haben, dann verstärken wir den Bokeh da hinten ein bisschen. Ja, Kontrast runter. Können wir gucken, wie es ist, wenn wir ganz krass machen. Finde ich ja nicht so schlecht, muss ich sagen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch hier einen Kontrollpunkt bei der Mami. Genau. Der kann ruhig da ein bisschen heller sein. Zack. Hier darf dann gerne mehr Kontrast drin sein. Struktur würde ich hier vielleicht... Muss man hier gucken. Wir verlieren natürlich hier das Auge, weil wir diese Doppelbelichtung haben. Da könnte man jetzt gucken, dass man einfach die Struktur anhebt. Dafür mit dem Kontrast ein bisschen vielleicht wieder runter geht. Ja. Ich denke, dass das ganz cool ist. Wir könnten jetzt hier unten nochmal gucken, dass wir hier den Bereich ein bisschen heller machen noch. So würde ich auch an der Stelle jetzt hier mal ein bisschen übertreiben. Struktur runter, weil wir hier Haut haben. Kontrast auch ein bisschen runter. Und dann haben wir uns eigentlich ein schönes Bild erarbeitet. Jetzt können wir das Ganze noch vergleichen. Vorher, nachher, vorher, nachher, vorher, nachher. Ich sage mal okay. Das Ganze wird jetzt berechnet und angewendet. Und dann könnten wir eigentlich, oder hätten wir uns zum Beispiel auch diese Vorlage jetzt abspeichern können. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber ist egal. Wir haben jetzt ja keine Serie, sag mal. Wenn wir jetzt eine Serie haben, ich, zum Beispiel letzte Hochzeit fotografiert, da hatte ich dann sozusagen eine ganze Serie von Bildern, wo immer wieder dieselben Menschentypen drauf waren. Da hat es dann Sinn gemacht. Hier in dem Fall natürlich eher weniger, weil wir hier immer wieder andere Motive haben. Ich finde es ziemlich gut. Jetzt können wir mal gucken, wie unsere erste Bearbeitung sich davon unterschieden hat. Ja, könnte man gucken, ob man Beaded verwendet. Das ist ein bisschen zu heftig. Ich würde es tatsächlich vielleicht so lassen und mir jetzt hier noch vielleicht die, ja, die Fehler noch rausarbeiten, wie ich es vorhin gemacht habe. Wir gehen mal zum nächsten Bild. Da probieren wir jetzt mal gleich das Ganze aus. Gehen hier wieder auf Filter, Nik Collection, Silver FX Pro. Warten kurz, bis er das geladen hat. So, und da hatten wir jetzt gerade, können wir nochmal gucken, gucken wir hier nach einem, ja, das ist schon ganz gut, das ist auch ganz gut, ich benutze jetzt hier mal meins vielleicht, ja, das gefällt mir sehr gut. So, hier will ich zum Beispiel jetzt, hier kann von mir aus alles so ein bisschen verschwinden, außer die Bildmitte. Weil wir hier auch dieses Kind haben. Und dann kann der Bereich hier oben zum Beispiel auch sehr großflächig einfach dunkler sein, aber nicht zu dunkel, weil das wird dann sehr künstlich, wie man sieht. Ich würde hier einfach ein bisschen abdunkeln, Kontrast rausnehmen, Struktur raus. Verstärken wir wieder so ein bisschen diesen Effekt, dass das ja weiter hinten liegt und für uns auch nicht interessant ist. Hier vorne, das kann also so bleiben, finde ich. Ich würde jetzt generell im Bild vielleicht ein bisschen heller machen. Struktur ein bisschen und Kontrast. Mal gucken, wie das aussieht. Ja. Hier kann ich noch mit den Tonwerten schützen, mir die Tonwerte schützen. Also hier die hellen Bereiche und die niedrigen Bereiche. Ich finde jetzt in dem Fall aber, sollten wir die Reglerbewegung hier nicht übertreiben. Ich finde, die dunklen Töne brauchen nicht allzu sehr geschützt werden. Die will ich ja knackig haben. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier mir ein Preset erarbeitet, was ich gut finde, dann drücke ich hier oben einfach bei Benutzer definiert auf Plus und trage jetzt hier zum Beispiel ein Yashica Matte 124G Ilford HP
5. So, zack. Dann habe ich hier meinen, mein Fertien Film. Hier unten gibt es noch Filmtypen oder mein Fertien Preset. Hier kann ich wundercool, super geil und klasse und toll mir noch verschiedene Filmtypen aussuchen, die er mir simuliert. Dadurch entsteht natürlich auch Rauschen im Bild. Mein persönlicher Favorit, wir könnten jetzt hier zum Beispiel einen Ilford auch mal benutzen. Das wäre hier zum Beispiel ein cooler Effekt mit dem Ilford Pan F. Mein persönlicher Favorit ist ein Fuji Neopan 1600. Hier müsste ich natürlich, bin jetzt leicht drüber. Hier würde ich jetzt die Kontraste und Struktur wieder ein bisschen zurücknehmen. Aber so insgesamt gefällt mir das ganz gut. Kann ich mich hier unten noch entscheiden, wie viel Körnung möchte ich eigentlich im Bild haben und wie weich möchte ich die haben. Also wenn ich jetzt hier ein hohes Korn haben will, seht ihr ja, wenn ich hier runtergehe, wird das immer gröber. Das möchte ich natürlich jetzt hier nicht ganz so krass übertreiben, weil wir haben das hier schon. Hier kann ich noch die Empfindlichkeit auf die verschiedenen Farbbereiche einstellen. Wenn ich jetzt hier den Regler bewege, passiert natürlich nicht mehr viel, weil, wie gesagt, das Bild war schon schwarz-weiß. Wenn ich aber hier mit einem Farbbild reingehe und das umwandle, dann macht das wieder Sinn. So, ich drücke jetzt mal auf OK. Ich drücke auf OK. Zack. Lass das mal berechnen. Wir sehen schon, hier sieht das Bild relativ dull aus. Also relativ uninteressant, matt und ja, hat auch so einen schönen Oldschool-Stil. Aber wir wollen jetzt hier, oder ich möchte jetzt hier was anderes. Ich will, dass das Bild knackig ist, modern aussieht. So, ist ja auch nur meine Arbeitsweise. Jeder hat hier eine andere. Wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, auch, okay, wenn das dit hier auch noch irgendwie gefällt und dit hier auch, dann könnte man das ja auch in der Deckkraft jetzt hier einfach miteinander mischen wieder. Ne? Finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. So, das war es erstmal für heute. Auch hier können wir jetzt wieder natürlich uns die ganzen Fehler rausarbeiten. Hier sind nicht ganz so viele drin, aber wie gesagt, dann nehme ich dann wieder hier, mache ich mir erstmal Steuerung, Shift, Alt, E für eine neue Ebene aus allem Sichtbaren und dann haue ich mir hier die Fehler noch weg, mache mir das Bild fertig nachher, speichere das ab und dann kann ich das Ganze online hochladen oder mir nochmal printen, wie auch immer. Das war es erstmal heute. Bedanke mich für Zuschauen. Wer Bock hat, lässt einen Daumen da und ein Abo und dann würde ich sagen, bis demnächst. Ciao!